Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Tja, so sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Naja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, nimm, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Haben wir unsere Chance verpasst? Ein bisschen Zeit für mich? Pff, welche Chance? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Vielleicht hat er ihn ja bald an seinem Haken. Scheiße. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Schwein! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Schieß doch einfach. Jetzt räche ich meine arme Kaylee. Lass mich los, verdammt! Ja, ganz so meinte ich es jetzt nicht, aber hat den gleichen Effekt. Hört sofort auf! Constance. Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Wach auf. Liebling, komm schon. Wach Junge, auf. Hier ist das wach Gesicht auf. Weggepustet worden. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Yep. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Geht's noch?
Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Nein, nicht rausziehen, weil der kann die Blutung ja gar nicht stoppen. Nein, das mache ich nicht. Genau. Du bist doch nicht dumm, Junge. Denk nach. Ein bisschen medizinische Grundkenntnisse. Dann platzt dir die Ader und du verblutest. So. Nur es sollte jetzt nicht unbedingt ein Werwolf kommen. Ich meine, gut, dann kann er es immer noch rausziehen und sich wehren, aber... Du brauchst erstmal Verbandszeugs oder sowas mit einem Druckverband. Kaylee, das war doch die Tochter, die Enkelin, ne? Kaylee Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Ja, toll. Was steht da drin? Hallo? Oh. Können die das nicht wenigstens schreiben? Ja, und ich hab's total vergessen. Herzlich willkommen natürlich zurück in The Squarry. Beziehungsweise in Hackett's Query, wenn man so möchte. Es ist gerade so viel passiert und ich war etwas abgelenkt. Es tut mir leid. Jetzt habe ich gedacht, er hat einen Geheimgang gefunden, weil die diesen leeren Schrank so gezeigt haben, aber anscheinend nicht. Okay, also, das nochmal als Tipp für alle da draußen, wenn ihr jemals in so einer Situation sein solltet, niemals das Messer oder ähnliches, ach nee, da gehen wir raus, ne? Rausziehen, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr direkt einen Druckverband oder sowas drauf machen könnt. Weil das kann euch das Leben kosten. Holt ihr jetzt einen Pisspot oder was? Scheiße. Oh. Ja, das im wahrsten Sinne. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, war ich doch etwas schockiert, wie die das Ganze dargestellt haben, als ihr der Kopf weggepustet worden ist. Das war etwas, was ich nicht unbedingt sehen musste. Oh, oh, oh. Geh zum anderen Tür. Geh zur anderen Tür. Verstecken, verstecken. Keine Ahnung, versperren wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Ich hätte die Tür versperren sollen, ich weiß. Aber dann, gut, dann hätte er auch gewusst, dass da jemand da ist. Aber im Schrank ist genauso dämig wie unterm Bett. Ich hätte jetzt gedacht, der geht durch die Tür. Ach Gott, wir sind jetzt dran, ich weiß es jetzt schon. Verstecken ist immer schlecht bei solchen Spielen. Gerade so von Dark Pictures. Und das sind ja die gleichen Macher. Renn raus, wenn du kannst, Junge. Renn raus. Na dran, melde mich. Over. Vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Klappt aber doch ziemlich gut.
Nee, jetzt verstecke ich mich nicht mehr. Die kann noch rennen. Ups. Aber wo ist jetzt ihre Schrot hin? Die hat die alte abgeknallt und dann ist sie doch abgehauen. Die hat doch noch ihre Schrot gehabt, oder nicht? Oder habe ich das in dem ganzen Chaos jetzt falsch gesehen? Gibt es hier echt Bären? Das sieht mir eher nach einem Wildschwein aus. Die Jagderrungenschaften der Hackets. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Okay. Ich hoffe, wir haben noch kurz Zeit, uns umzusehen hier. Hallo. Geh doch mal zum Klavier. Hallo. Boah. Genau, ich spiele jetzt auch, damit ich Aufmerksamkeit errege. Sind die denn bescheuert? Ich meine, vielleicht hätte ich da noch irgendwas bekommen. Das weiß ich jetzt nicht. Da fällt eine Tarotkarte runter oder so. Aber die sind doch hinter mir her. Hallo? Es wäre nur ganz gut, wenn es ein bisschen heller wäre. Dann könnte man auch sehen, ob da was ist. Ich denke mal, da sollen wir weiter, oder? Gehen wir erstmal hier. Ja, da hinten geht es noch rum. Ach, das ist doch scheiße. Komm ich zum... Na, bleib stehen. Nimm das. Hat die das jetzt? Ja. Oh. Die Sonne, das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit. Und die Sonne wird wieder aufgehen sehen. Wenn ich den kleinen Wolf mitnehmen darf. Und außerdem sind das meine Lieblingsblumen auf der Karte. So, dann hat sich das doch noch gelohnt, hier rumzugehen. Die Frage ist jetzt, kommen wir jetzt von hier aus ins andere Zimmer? Ah. Scheiße. Ah. Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Scheiße. Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Wieso rennt die nicht? Ups. Ich
Wenn ich sage, die soll abhauen, bleibt die da und sorgt dafür, dass der Typ stirbt? Hallo? Wo bist du? Hey! Seid ihr doof? Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Scheiße. Ich meine, warum verdammt nochmal klickt man auf Rennen, wenn die dann doch nicht rennt? Och. Schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Au, das tut echt weh! Dad! Also wenn ich schon verreck, dann lasse ich mit jemandem mitnehmen. Oh, oh. Hey, ich bin's! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Junge, du verblutest gerade. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du könntest es jetzt verhindern. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht
Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Einmal im Monat einsperren. Ich hab nicht viel Zeit. Ich spüre, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Wir könnten einen heroischen Tod sterben. Aber wir können auch einfach annehmen. Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Ich stelle mir das echt eklig vor, wenn man schon diesen Trieb hat, aber gleichzeitig immer noch ein Mensch ist. Nee, mach es einfach. Komm, ich habe mich jetzt dazu entschieden. Die hätte ja auch einfach die Jacke ausziehen können und die Blutung stillen können, aber... Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen...